Nachdem das Jagen mit den Feline so viel Spaß gemacht hat, bringen wir jetzt wieder etwas Abwechslung rein. Wir haben eine neue Waffe ausgerüstet und ihr seht schon, es ist ein großer, klobiger Stab mit einem fetten Stein dran. Es ist eine Hammerwaffe. Ja, und die ist sehr interessant. Also ich habe in der ersten Trainingsmission gedacht, boah, die Waffe ist ja extrem ekelhaft. Und dann, je mehr man damit spielt, desto cooler wird man die finden. So ist es bei mir zumindest. Also ich habe die eine Trainingsmission in Großmakau innerhalb von 2 Minuten besiegen können. War auch ein bisschen Glück mit dabei, dass wir immer auf den Kopf geschlagen haben. Und das Coole ist bei der Waffe, wenn wir den Kopf eines großen Gegners treffen, haben wir eine gewisse Chance, dass der benebelt wird. Also betäubt. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr viel Zeit, den zu attackieren. Und auch Fallen hinzulegen. Und das ist schon bei der Waffe, ja, hier, also ich muss schon sagen, eine Unique-Fähigkeit. Weil die anderen Waffen konnten das bisher nicht. Also da ist der Hammer tatsächlich gar nicht so verkehrt. Aber der ist halt sehr, sehr langsam. Und die Spezialattacken von dem Hammer sind auch, naja, ja, da muss schon einiges an positiven Effekten aufeinander folgen. Also der Gegner muss nicht angreifen können. Dann müssen wir perfekt vor ihm stehen. Und wir müssen unsere Waffe aufladen können. Das alles frisst enorm viel Zeit. Ja, da brauchen wir einen nahezu, ja, perfekten One, möchte ich nicht sagen. Aber das muss schon alles wirklich gut ineinander greifen, die Abfolgen. Na egal, so, wir gucken uns mal die Quests an, die wir noch offen haben. Ja, von den Trainingsquests haben wir jetzt fast alles durch. Das ist jetzt die 7. Waffe. Haben wir die Hälfte hinter uns. Eieiei, und dann kommen ja immer noch 7 Waffen, bevor wir das Vorgeplänkel erledigt haben. Und dann können wir uns irgendwann auf die richtig dicken Endbosse konzentrieren. Ja, den machen wir erst später, wenn die 2-Sterne-Quests ja alle erledigt sind. Ich habe die hier auch schon mal alle erledigt, weil das waren jetzt auch nur noch mal ein paar kurze, ja, Jagden. Muss man nicht zeigen. Alles doppelt und dreifach gemoppelt. Hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass wir eben auch, so gut es geht, viele, viele Materialien von den Bossmonstern bekommen, dass wir uns eben auch stärken können und das nicht vernachlässigen. Einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen, na egal. Wir haben jetzt hier diese Quest. Erjage einen Bulldrome. Und das machen wir auch. Es wird ein Schneegebiet sein. Da sollte ich mir vielleicht noch die ein oder anderen Heißgetränke mitnehmen. So, mal gucken, was die Dame für mich hat. Oh, heute gibt es alles zum halben Preis. Na, Opti. Ja, kaufen wir uns direkt mal 5 Stück. Na, wobei, 5 ist Blödsinn. Wir kriegen bestimmt in der Truhe eh nochmal 2 spendiert. Also kaufe ich auch nur 3 Stück. Ja, ansonsten hat die auch jetzt nichts, was mir gefällt, oder? Naja, wobei doch. Ich sag mal, wenn ich hier Fallengeräte zum halben Preis bekomme, kann das nicht verkehrt sein. Weil wir haben ja auch genug Geldeinheiten. Ich habe übrigens die anderen Geldstücke, die Zennis, auch ausgegeben, um mir die Sachen einfach zu kaufen. Weil ich könnte sie mir herstellen, aber das mache ich nicht. Wir haben ja 3 normale Waffen, die wir auch kaufen können. Und da spare ich mir am liebsten auch die Materialien. Ja, das Feldhorn bestimmter Monster. Na, ich nehm's mal mit. Kann vielleicht nicht schaden, auch da mal ein paar zu haben. Irgendwann werde ich es mal austesten. Ja, und der Rest ist, denke ich, völlig Mumpe. Ja, schade, dass sie nicht bessere Patronen hat. Und Kombibuch haben wir auch nur das Kombibuch 3 als maximalstes Kombibuch. Ja, und ich denke, der Rest ist hier sehr uninteressant. Okay. Ja, dann, wir gucken uns noch mal ganz kurz an, was der Schmied noch hat. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, irgendeine bessere Waffe zu craften. Ja, Waffe schmieden, wenn ich jetzt auf Hammer gehe. Ja, die 3 hier, das meine ich. Also die ersten 3, versteinerter Hammer, also so ein Steinhammer, ein Eisenhammer und ein Knochenhammer, das können wir auch kaufen. Also tut euch selbst den Gefallen und gebt auch da einfach das Geld aus bei dem ganz normalen Waffenhändler, als hier die Sachen zu craften. Das ist interessant. Da bräuchten wir nur noch wilder Knochen. Aber ich habe keine Ahnung, wo man die herbekommt. Weil darauf achte ich einfach nicht. Hier wäre es schön, wenn ich irgendwo so eine Liste hätte. Ich denke, online ist bestimmt das ein oder andere vermerkt, wo wir welche Sachen finden können. Schaue ich aber erstmal nicht nach. Ich werde so weit spielen, bis ich eben alleine vorankomme. Und irgendwann, wenn ich denke, okay, jetzt habe ich einen Boss vor mir, den ich nicht besiegen kann, dann werde ich auch gucken, dass ich irgendwo an ein paar Itemlisten komme. Ich könnte es mir auch selber aufschreiben, wenn ich irgendwo ein Monster begegne, aber ach, wozu?
Bestimmt gibt es irgendwelche Wiki-Einträge oder auf englischen Forenseiten auch irgendjemand, der schon mal sich die Mühe gemacht hat, die Sachen zu notieren. Ja, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, hier sind nochmal die Heißgetränke, das war klar. Farbbälle haben wir auch zu Genüge mitgenommen. Die Wetzsteine, ich lasse die mal hier drin, weil... Ja. Na, wobei... Ach, egal, alles was umsonst ist, nehme ich erstmal mit. Kann ja nicht schaden. So, die Karte nehme ich auch mit und den Rest, den lasse ich... Oh, eine simple Blitzbombe. Na, die hat doch bestimmt irgendeinen Sinn, dass wir hier die auch bekommen haben. Ja, was machen wir zuerst? Wir gehen erstmal auf die Ration und werden die vertilgen, zumindest zwei Stück. Denn der Hammer, der profitiert, ähnlich wie die Doppelklingen, von einer sehr, sehr hohen Ausdaueranzeige. Werden wir auch gleich sehen, warum. Naja, dann gehe ich doch mal hier... Oh, ich muss dann auf die Karte gucken. Ich dachte, hier geht's runter. Ging's aber nicht. So, ich muss erstmal hier hoch. Ja, und dann hier runter springen. Zumindest laut Karte. Oder? Ja. Ja, mal gucken, wo er denn sein wird. Ja, so ein Heißgetränk kann ich auch schon mal schlürfen, auch wenn es vielleicht zu früh ist. Aber wir haben ja genug davon. Ja, das Abgrasen, das schenke ich mir. Das mache ich irgendwann wieder nebenbei, offscreen, wenn wir die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Aber hier halte ich es erstmal für unnötig. So, mal gucken. Ich denke, dieses mammutartige Monster, und das sah ja aus wie ein Mammut, ist bestimmt ganz oben irgendwo im Schnee. Also im richtig dicken Schnee. Das hier ist ja eher so Eis, eine Eishöhle. Und vielleicht haben wir sogar hier schon die Möglichkeit, ein paar rare Items zu bekommen. Na egal, ich würde am liebsten viel lieber mit meinem Felino hier rumstreifen. Aber dann können wir ja die Waffe nicht austesten. Ach, und ich habe gesehen... Absolutes Ausweichen. Ich habe schon wieder vergessen, in dem Moment, als ich meinen Jagdstil umgeändert habe. Ja, ihr hört schon, der Sound ist kein guter Sound. Ich habe vergessen, mir die Spezialskills des Jagdstils anzueignen. Tja, dann mache ich mal hier kurz einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, ich habe mich diesmal umgerüstet und ihr seht schon, unten rechts steht drehender Meteor. Das ist eine Spezialfähigkeit. Und ich habe als Gildenstil den Konterstil genommen. Ja, mein Favorite ist ja sonst immer der Luftkampfstil. Aber bei so einer langsamen Waffe halte ich das für auch, ja, unnütz, in die Luft zu steigen, die Waffe in der Luft aufladen zu müssen und dann den Gegner zu attackieren in der Chance, dass wir draufgehen und den so zu Boden bringen. Nein. Die Hammerwaffe, die ist eindeutig stärker, wenn wir von vorne so oft wie möglich draufklatschen und nicht aus der Luft. Und da ist der Konterstil, denke ich, der beste, weil wenn wir ganz, ganz knapp ausweichen müssen und wir werden nur knapp ausweichen können, dann kriegen wir zumindest durch den Konterstil noch einen kleinen Bonus. Ja, deswegen dazu die Entscheidung. Und mir ist auch aufgefallen, ich hatte auch keine Nahrung zu mir genommen. Also bei dem Koch habe ich jetzt gemacht und wir haben einen Bonus bekommen auf Ausdauer. Sehr cool. Und einen Bonus, dass wir jetzt eine erhöhtere Chance haben, Gegner zu betäuben. Und das mit dem Hammer, perfekt. Also ich weiß nicht, ob der Koch diese Fähigkeiten uns anbietet, weil er weiß, dass wir die Waffe tragen, oder ob das per Zufall ist. Wenn es per Zufall ist, dann macht es Sinn, erstmal beim Koch nachzugucken, welche Zusatzeffekte wir haben können und sich dann dementsprechend danach auszurüsten. Interessant, oder? Also das ist eine Sache, die kann man ruhig beherzigen. Weil dann wird man es nämlich etwas einfacher haben. So, die lasse ich mal schön. Die interessieren mich nicht. Und jetzt müssten wir bestimmt schon da sein, oder? Nee, hier noch nicht. Was ist das hier? Okay, die kenne ich nicht. Die sagen mir nichts. Interessieren mich auch nicht. Aber wir können hier schon mal gucken, wie der Hammer funktioniert. Pass mal auf. So, wenn ich jetzt hier R gedrückt halte, dann lade ich ihn auf und ich kann, während ich mich auflade... Na super, den habe ich jetzt übersehen. Na, gibt's das? Und während ich mich auflade, kann ich auch laufen. Wenn ich jetzt loslasse, dann mache ich eine dicke, fette Wirbelattacke und verfehle die Gegner. Und ihr seht schon, das Ganze, das kostet auch einiges an Ausdauer. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es macht Sinn, hier alles auf Ausdauer zu setzen. Ja, das Blöde ist aber, dass die Gegner uns immer wieder von hinten attackieren, wenn wir uns aufladen wollen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur Pech ist. Oder ob wir uns jetzt hier so blöd angestellt haben. Ich könnte auch stehen bleiben und X und A drücken gleichzeitig. Dann macht man nämlich eine dicke, fette Attacke nach vorne. Und das wird bei Boss-Monstern viel besser sein als diese Wirbelattacke.
Denn das Problem ist bei dieser Wirbelattacke. Wenn ich die ausübe, kann ich nicht abbrechen. Und wenn dann ein Gegner seine Attacke auf mich drauf macht, bin ich dem völlig schutzlos ausgeliefert. Das kann ich absolut nicht gebrauchen. Und deswegen werde ich die Wirbelattacke auch nicht so oft benutzen. Außer vielleicht bei diesen Standardgegnern. Wenn ich jetzt weiß, wir haben vielleicht so, keine Ahnung, 4 bis 6 kleine Gegner um uns herum, dann macht so eine Wirbelattacke auch mal Sinn. Ansonsten eher nicht. Na okay, ich denke, vielleicht soll ich doch hier das ein oder andere noch mit abgrasen. Wobei, wenn es jetzt nur Farbbären sind. Ich habe gedacht, hier in den unterschiedlichen klimatischen Zonen hätten wir auch unterschiedliche Wachstumsarten von Pflanzen. Aber das sieht nicht so aus. Na, dann war es ja völlig unnütz, hier die Zeit zu investieren. So, mal gucken, hier oben. Okay, hier oben ist er aber auch nicht. Wo ist er denn? Wo ist das Bossmonster? Also ich bin schon mal gut vorbereitet. Zumindest habe ich den Farbball bereits auf den Y-Knopf gelegt. Oh, da ist er. Ach, ich dachte, das ist ein Mammut. Das ist ja einfach nur ein riesen Killerschwein. Okay, da hat er uns schon mal anvisiert. Mal gucken. Ihr solltet erstmal gucken, was er so drauf hat. Weil diese normalen Bulldrums, die dürfen nicht so viel drauf haben. Okay, er scharrt die Füße und Alter, okay, der macht eine richtig dicke Attacke. Haben wir es geschafft? Ich denke schon, oder? Die Farbpatrone ist drauf. Oder? Ja, ich bin mir jetzt unsicher, weil normalerweise ist ja immer so ein rosa Ball zu sehen. Okay, doppelt hält besser. Ja, was machen wir jetzt? Erstmal probieren wir mal, ob die Blitzbombe hier funktioniert. Boah, na schön das Ding. Und guck mal, wie viel Schaden er macht. Das war knapp. Er schadet schon wieder. Ja, ich lade schon mal. Ja, das war nicht so optimal. Ich wollte eigentlich die Hieb-Attacke von frontal ausüben und nicht in den Reihen gleiten. Okay, das Gute ist, seine Attacken sind sehr überschaubar. Oh, und das ist das Schöne, oder? Geil, oder? So, aufladen. Und jetzt immer gib ihm, immer rauf. Und hier seht ihr auch schon den weiteren Nachteil dieser Waffe. Das dauert alles sehr, sehr lange, ehe wir uns regenerieren. Apropos regenerieren, wir sollten mal wieder einen Erste-Hilfe-Kasten nehmen. Wow. Ja, und wir sollten auch immer auf den gucken. Mal gucken, der will wieder angreifen. Diesmal hat er uns erwischt. Aber der ist trotzdem sehr einfach zu durchschauen. Nur leider sind wir zu blöd, um auszuweichen. Ja, bei dem Gegner wird es schwierig, uns zu heilen. Wenn er permanent immer, und vor allem in einem richtig guten Tempo, versucht, sich auf uns zu stürzen. Na, mal gucken. Wir haben noch so eine Blitzbombe. Die werde ich auch direkt mal benutzen. Ja, jetzt bin ich reingelaufen, weil ich mich auf die Items unten konzentriert habe. Und er hätte uns fast schon wieder erwischt. So, jetzt. Ja, hat zu lange gedauert. Das hat einfach viel zu lange gedauert. Aber es ist halt der Hammer. Oh, super. Wir haben mich einmal getroffen. Da standen wir zu weit weg. Ja, die Reichweite des Hammers lässt auch zu wünschen übrig. Auch das ein riesengroßer Nachteil. So, jetzt. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Nein, wir haben kein Glück. Macht aber nichts. Wir haben dreimal getroffen. Und das Spielchen von vorne. Aber ich denke, wir sind mit der Waffe hier tatsächlich am besten dran. Was? Oh nein, die Wirkung der Waffe ist vorbei. Was? Das war schon? Damit haben wir ihn besiegt? Okay, Leute, das ging schnell. Also ehrlich gesagt, wollte ich ihn fangen, aber hat er schon uns gezeigt, dass er gerade schwach ist? Das war ja tatsächlich sehr, sehr einfach. Naja, dann machen wir es mal so. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hier, das ist die Spezialattacke. Falls ich sie nochmal ausüben kann. Nee, kann ich nicht. Ist mir zu heiß. Ich versuche hier eher den nochmal abzugrasen. Oder abzuernten. Schaffen wir es noch? Ach, haben wir schon. Oder? Ja, ich kann ja nichts mehr. Okay, dann hier. Das ist die Spezialattacke.
Auch die sehr nett. Wollte ich nämlich auch nochmal ausüben. Ja, dann war es ja doch ein sehr einfacher Gegner. Also, mein Gefühl sagt mir, dass wir zufällig bei ihm die richtige Waffe ausgerüstet haben. Einen Luftkampf hätte ich mir jetzt bei diesem Monster auch vorstellen können. So schön von oben drauf. So auf einem riesen Schwein zu reiten. Sieht bestimmt geil aus. Naja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir es mal so. Ich werde hier gleich nochmal den Schnitt setzen. Aber erstmal gucken wir an, was wir bekommen haben. Oder denke ich, dann machen wir heute einfach zwei Waffen. Oder? Ist das Beste, was wir machen können. Weil dann sparen wir einfach ein bisschen Zeit. Und dann können wir endlich diese ollen Waffen abhaken. Der Hammer ist aber definitiv trotzdem, auch wenn er langsam ist, eine Überlegung wert, den zukünftig mitzunehmen und zu spielen. Also bisher hatte ich jetzt noch keine Waffe, die mir arg aufstößt. Also die einzige Waffe, die mir wirklich total missfällt, das ist das schwere Bogengewehr, weil das werde ich nicht nehmen. Die werde ich auch überhaupt nicht aufrüsten und aufpowern, habe ich keinen Bock. Okay, explosive Rolle. Haben wir wieder eine schöne Unterstützungseinheit bekommen oder Fähigkeit. Ja, dann hier ein kurzer Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die nächste Waffe angehen. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Tja, die ein oder anderen, die werden vielleicht schon erkannt haben, was ich da hinten ausgerüstet habe. Aber diejenigen, die das nicht wissen, das ist die Morph-Axt. Tja, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich davon halten soll. Weil vom Gefühl her in den Trainingsmissionen war es so, dass ich für den Bosskampf länger gebraucht habe als bei anderen Waffen. Also vom reinen Gefühl her würde ich die eher nicht nehmen, weil die einfach zu schwach ist. Ich habe aber schon mal ein bisschen mich ausrüsten und stärken können. Das heißt, naja, von der Stärke her meiner Ausrüstung ist das aber eine ziemlich geile Waffe, weil Angriff 100, das ist okay. Ich hätte auch eine andere Waffe mitnehmen können, wo wir den Gegner noch ein bisschen schwächen können oder in den Ermüdungszustand bringen dürfen. Aber ich setze hier erstmal auf dieser Quest, die wir gleich machen werden, auf direkte Stärke. Ja, ich denke, das macht am meisten Sinn. Eine Quest ist noch offen, und zwar von einem Dorf, in dem wir einen Azuros besiegen sollen, die Azur-Bestie. Und genau die werden wir uns auch mal reinziehen. Bis bald. Ja, ich habe auch gegessen und tatsächlich kriegen wir wieder einen Bonus. Ich habe den Luftkampfstil ausgerüstet. Ich habe erst gedacht, diese Morph-Axt wird auch so eine träge, langsame, schwere Waffe sein. Aber tatsächlich eher nicht. Also wir greifen recht zügig an. Und das Besondere bei der Waffe ist, wir können wechseln in ein Schwert. Oder zu einem Schwert, indem wir R drücken. Interessant, oder? Hier, das ist eine Attacke mit der Axt. Wir laufen mit gezogener Waffe ziemlich langsam. Das ist schon ein Nachteil. Wenn wir jetzt R drücken, können wir in den Schwertzustand wechseln. Und damit machen wir irgendwie elementar mehr Angriffe. Und wenn wir einen Schlag ausüben, seht ihr oben der orangene Balken, der geht dann runter. Der füllt sich mit der Zeit auf und wenn wir einen Gegner attackieren mit der Axt, dann laden wir das auch auf. Ob wir jetzt nun stärker sind mit dem Schwert, ich habe keine Ahnung. Ihr seht unten als Spezialskill habe ich ausgerüstet Dämonenaufruhr. Ich hätte auch eine dicke, fette Attacke ausüben können oder mitnehmen. Ja, eben auch können. Habe ich aber nicht gemacht, weil die Spezialattacke, die wir haben, die ist ziemlich blöd, weil es eine ziemlich lange Attacke und die Chance, dass ein Monster lange auf einer derselben Position verweilt, naja, die ist nicht gerade sehr groß. Deswegen habe ich darauf jetzt erstmal verzichtet. Und stattdessen mir einen Skill mitgenommen, der dauerhaft, oder zumindest über einen etwas größeren Zeitraum, meinen Schwertmodus verstärkt. Dämonenaufruhr schaffte es tatsächlich, mein Schwert noch stärker zu machen. Und genau das ist auch mein Ziel. Ich versuche einfach, diesen Special Skill zu aktivieren. Und wenn ich das gemacht habe, wechsle ich einfach direkt in ja, den Schwertzustand. Und damit ist auch gut. Ja, dann geht das Spielchen von vorne los. Wir versuchen wieder einmal das Bossmonster ausfindig zu machen. Tja, hätten wir jetzt den Felin ausgerüstet, wüssten wir direkt auf der Karte, wo er ist. Aber wir spielen ja nicht im Pusher-Modus. Von daher sehen wir auch nicht, wo sich dieses Bossvieh halt auch aufhält. Aber alles nicht so schlimm. Was machen wir? Wir nehmen erstmal ein paar Rationen zu uns. Die sind ja eh geschenkt. Na klar, erstmal aufleveln und aufpowern. Wir haben auch eh durch die Mahlzeit einen erhöhteren Gesundheitsbalken bekommen. Auch das ist völlig okay. Ja, schade ist, dass wir den Bulldwurm nicht fangen konnten, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl gehabt, dass er uns gezeigt hat, dass er gerade schwach ist, oder? Vielleicht gibt es noch andere Anzeichen. Oh, schaut mal hier, wie schön das... Oh, wie groß diese Gräser sind.
Da sind ja schon fast Bäume, Alter. Ein Grashalm, der genauso groß ist wie wir selber. Okay. Tja, mal gucken, wo er sich denn aufhält. Vielleicht hier unten? Vielleicht ist er ja auch im Wassergebiet. Das kann er natürlich auch sein. Ja, ich gehe mal hier zurück. Mein Gefühl sagt man, der wird sich in der Mitte irgendwo aufhalten. Da sind die ja meistens. Also, Kommando zurück. Ist er hier? Ne, hier ist er auch nicht. Okay, da ist er. Ach, das Vieh, das kenne ich noch. Oh, das sah auf der Video übelst geil aus. Wie er seine Zunge hat raushängen lassen. Oh, er hat uns direkt gemerkt, gesehen. Ja, er scheint ziemlich langsam zu sein, ist er aber nicht. So, ich wechsle direkt mal in den Schwertmodus. So, und jetzt immer gib ihm. Ah, perfekt. Tja, und wer sich jetzt fragt, ach, ist ja cool, schon bei der ersten Attacke, ja, wir haben ja schließlich eine Mahlzeit zu uns genommen, die es uns vereinfacht, so einen Gegner K.O. zu bringen. Nett, oder? Okay, schade ist, dass wir jetzt unsere Morph-Axt weiter ausgerüstet haben und nicht das Schwert. So, dann wechsle ich mal auf den Schwert zurück, auf den Schwertstil. Ja, und die ist tatsächlich auch stärker. Also, ich muss auch sagen, vom reinen Gefühl her ist das Schwert deutlich agiler und schneller als die Axt. Okay, der möchte jetzt schon abhauen. Ach krass, haben wir den schon so weit geschwächt? Ist ja interessant. Ne, das ist ja auch gleich krepiert. Ja, er macht eine aufreizende Pose, die gefährlich sein soll. Ach ja, der Luftkampfstil. Ach, ich mag ihn. Ja, und tatsächlich, mit der Waffe ist das eine gute Kombo. Nein, Mist. Zurück, zurück, zurück. Bloß nicht ins andere Gebiet wieder zurückgehen. Ja, das war klar, dass das passiert. Das wollte ich gar nicht. Und genau das wollte ich vermeiden. Ja, da hat er jetzt Glück gehabt. Und schaut mal. Der ist schon schwächer, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, der ist tatsächlich schon sehr, sehr schwach. Na, das war Mist. Aber der hat auch gar nicht so viel Schaden gemacht. Also alles noch im grünen Bereich. Oh, nett. Es hat schon wieder geklappt. Ach, Mist. Ja, ich habe zu spät den Knopf losgelassen zum Schlagen. Da bin ich selber schuld. Aber ich wechsle trotzdem mal zum Schwert, denn wir haben ja jetzt Dämonenaufruhr. So, und auf geht's. Nein, er haut ab. Gibt's das? Nein, er will abhauen, er will abhauen. Los, Falle hinlegen, Falle hinlegen. Falle hinlegen, Falle hinlegen. Nein, zu spät. Nein. Mist. Ja, das war umsonst. Ja, verdammt. Na egal, dann muss man halt einfach so besiegen. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, ich meine, es wäre zu schön gewesen. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das zu spät sein wird, weil wir auch eine gewisse Zeit brauchen, um die Falle hinzulegen. Aber ich habe es versucht, mein Gott. Ja, es wäre clever gewesen, hier erst die Falle hinzulegen. Da dann hätten wir eine viel, viel größere Chance gehabt, den tatsächlich auch zu besiegen. Oder einzufangen. Wir wollen ja nicht besiegen, wir wollen ihn ja einfangen. Catchen. Okay, jetzt ist er in so einer Art Rage-Mode. Oder kann das sein? Na egal, komm hier. Bevor wir den gar nicht mehr attackieren können.
Also irgendwie haben wir unseren Spezialskill überhaupt nicht genutzt, oder? Kann das sein? Jetzt. Ja, die Waffenstärke ist zwar gesunken, das macht aber nichts. Ja. Ja, solange wir eben unseren Skill noch hatten, ist es cleverer, den zu attackieren. Ja, schade ist, dass wir den nicht haben einfangen können. Aber das war Eigenverschulden. Also da hätte ich wirklich etwas besser antizipieren können, dass ich das nicht mehr schaffe, den noch vor dem Ausgang einzufangen. Aber egal. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Und auch hier bei der Waffe kann ich mir vorstellen, die zukünftig mitzunehmen. Weil das spielt sich einigermaßen gut. Vom Gefühl her hat mir der Hammer zwar ein bisschen besser gefallen, auch die Doppelklingen sind ein bisschen schneller. Aber das ist nett. Bringt Abwechslung. Einfach dann zu morphen in den Schwertstyle. Und wenn ich dann diesen Schwertstyle auch noch stärken kann, indem ich auf Dämonenaufruhr drücke, na, ist doch super. Kann ich mir tatsächlich vorstellen, auch dann die Stufe 3 Quest anzugehen mit der Waffe, weil es ist momentan meine stärkste Waffe, die ich craften konnte. Naja, mal gucken. So, das waren erstmal jetzt die ganzen Stufe 2 Quests, wo wir neue Bossmonster gesehen haben. Ja, jetzt haben wir erstmal soweit alles Sehenswerte abgegrast. Was mache ich jetzt? Ich werde, bevor wir die Stufe 3 Quest angehen, das wird ein einzelner Part sein, auch mit einer neuen Waffe selbstverständlich. Es sei denn, ich schaff's nicht. Wenn ich mit der neuen Waffe diesen Boss nicht knacken sollte, welcher Boss da auch immer auf uns zukommt, das soll ja wohl irgendwo so eine riesenfette Kröte sein. Ja, dann werde ich einfach meine Morph-Axt nehmen. Und damit ist auch gut. Ja, ganze 7 Minuten hat es gedauert. Azuros. Und Feline Komet, auch interessant. Haben wir eine neue Fähigkeit von unserem Feline bekommen. Ja, gucken wir uns gleich mal an, ob wir das umrüsten können. Weil Feline Komet, ich weiß gar nicht, wer das drauf hatte von unserem Feline. Na, werden wir ja gleich sehen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier die Quest auch erfolgreich abschließen können. Und das ist schon nett. Wir kriegen jetzt wieder eine neue Marke. Eine Kameradenmarke. Weil wenn überall so eine gelbe Sprechblase ist, dann heißt das nur eins. Yep. Oh, doch nicht. Ich dachte, hier hätten wir eine Belohnung bekommen. Aber haben wir anscheinend nicht. Naja, egal. Ich nehme erstmal mir die Objektbox vor und schau mal, was ich hier austauschen kann. Ja, die Beruhigungsbomben haben leider nicht so viel gebracht, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ich werde es überleben. So, den Rest lasse ich erstmal drin, sicherheitshalber, weil vielleicht spiele ich ja mit meinem Hauptcharakter noch ein bisschen. Und was wollte ich machen? Genau, ich wollte gucken, wie es aussieht mit meinen Kameraden. So, die sind noch im Trainingsmodus, so wie es aussieht. Tja, sind das jetzt Kameradenfähigkeiten oder einfach nur Unterstützungsaktionen? Wahrscheinlich Unterstützungsaktionen, oder? Ja, ich glaube schon. So, Kräuterhorn und Fassbombig. Große Bumerangs. Hier, explosive Rolle. Interessant. Rollt herum und legt dabei kleine Bomben ab. Das ist gar nicht so verkehrt. Und Kräuterhorn, hier kommt, da kann er auch mal drauf pfeifen. Na, wobei, mit dem spiele ich ja meistens. Schwierig. Aber als Unterstützer sollte ich mich schon ab und zu auch heilen können. Nee, ich lasse den Bumerang erstmal weg. So, mal gucken, was die Barbara kann. Ach, na, ich könnte auch zukünftig mit der spielen. Die macht halt noch nicht so viel Schaden. Kräuterhorn braucht die auf keinen Fall. Ja, nimmt die Fassbombe mich mit. Und wer hat jetzt hier diesen explosiven Skill gehabt? Wer war denn das? Wer von den Leuten kann jetzt hier einen explosiven Skill? Wir? Hier, Feline Komet. Tatsächlich. Na, dann mache ich das weg. Und nimm Feline Komet. Ein Stoßangriff. Springt schnell wie ein Komet vor. Ja, nett. Das ist wirklich nett. Wisst ihr, was ich jetzt noch brauche? Wenn die jetzt noch eine Falle legen könnte, dann wäre die der optimalste Pirscher, weil wir können uns heilen mit Gesundheitshorn, sogar Stufe 2. Sie kann, na gut, Kameraden treffen ist eine recht nutzlose Fähigkeit, wenn wir selber den Pirscher spielen. Feline Komet als Angriffsfähigkeit sehr gut. Heilung ist sehr gut. Tja, und jetzt noch eine Falle.
Das wäre nicht schlecht. Und wir können uns sogar heilen. Aber ich glaube, wir können gar nicht irgendwie so eine Fallenfähigkeit übertragen, oder? Ach egal, das schaue ich mir alles offscreen an. Ja, das war's für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir die Stufe 3 Quest angehen werden. Ja, das war die dringende Mission. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir dann den knacken. Weil die Bossmonster, die wir jetzt hier gesehen haben, die waren... Ja, langsam werden die immer einfacher zu besiegen. Ihr habt gesehen, das war jetzt keine große Schwierigkeit, die zu besiegen. Und deswegen hoffe ich einfach mal... Was will ich hier hoffen? Stufe 3 Quest hast du einfach, die sind schwieriger zu besiegen. Schwerer zu überlegen, schwerer auch zu fangen. Und das wird definitiv eine neue Herausforderung. Und ja, damit war's das. Bis zum nächsten Mal und tschüss.